Wie hoch ist dein Bodycount? Ich hatte bis jetzt, weißt du? Das ist Tom und er datet heute 7 Girls gleichzeitig. Hinter diesem weißen Vorhang stehen 7 Mädels. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde fliegt eine raus. Und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur eine übrig. Stell dich doch mal vor. Hallo Leute, ich bin Tom Supreme. Wer mich noch nicht kennt, ich bin heute der Bademeister ihres Vertrauens. Wonach suchst du heute? Die Liebe fürs Leben. Ich habe es schon mal probiert, es hat nicht funktioniert. Heute suche ich mal ein bisschen auf der Baywatch-Ebene. Ich muss ein bisschen mal gucken und dann möchte ich die Frau finden fürs Leben. Das kriegen wir hin. Was wäre denn eine Red Flag? Wenn es mal ein Mann war. Echt? Ja. Bevor wir mit dem Video anfangen, liked und teilt das Video, abonniert den Kanal und kommentiert, denn unter den ersten 5000 Kommentaren, die abonniert haben, verlosen wir 100 Euro. Also viel Glück. Und wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt, dann bewerbt euch einfach hier, schreibt uns einfach eine Nachricht und wenn ihr aus Köln kommt, dann seid ihr wahrscheinlich dabei. Yay! Drei, zwei, eins, okay. Wir umdrehen. Ich bin da. Oh. Was ist dein erster Eindruck? Die erste Frage ist erstmal, geht man so zum Strand oder was? Wir sind ja in der Baywatch Edition. Ich bin ja der Bademeister eures Vertrauens, komm mal her. Nee, Spaß. Dings, ist das hier jetzt quasi eine Strandgeschichte oder was? Ja, manche haben Badeanzug, manche Bikini, manche Beach-Shorts und so weiter. Also was ich mal sofort sagen muss, die Nummer 6, was ist denn da los? Haben wir keinen Schuhcleaner oder was, was soll das? Das sieht mir auch, darf ich mir das mal genauer angucken? Ja, geh, guck sie genau an. Das ist ja absoluter Quatsch. Guck mal hier, willst du mich verarschen? Was ist denn hier los? Obwohl, das ist so... Hä, Digga? Haben wir auch Pferde dabei, oder nicht? Okay, nein. Ich weiß nicht, aber Nummer 3 auch sehr fragwürdig. Boots. Was dominant ist sie? Sie ist eine Dominante. Also Nummer 3 ist auf jeden Fall auch ein bisschen merkwürdig. Ist suspicious hier ein bisschen. Achso, man kann ja auch mal auf die Füße... Also ja, guck sie dir an. Guck dir die 10 Nägel an. Ich muss an. Persönlich ja sagen, Füße sind für mich schon wichtig. Echt? Fußfetisch? Nee, das zum Beispiel aber gar nicht. Also sexuell erregend nicht, aber ich finde Nummer 2 zum Beispiel wunderbar. Da muss man schon sagen, also wunderbare Füße. Also auch die Wahl da, ist schon wunderbar. Schön. Nummer 4 bin ich auch sehr angetan. 5, 6 und 3, man sieht halt nicht viel. Hast du eine Frage? 3 Wörter, die euch beschreiben. Kandidatin 1, sag mal 3 Wörter, die dich beschreiben. Lieb, lustig, extrovertiert. Lieb, lustig, extrovertiert. Passt doch zu süß, dir. Süß, ja. Ist so süß. Kandidatin 2. Ich bin empathisch. Ja. introvertiert. Und ich bin humorvoll. Süß. Ich sag mal süß. Also passt den Füßen. Also das ist schon mal schneller. Nummer 3, ja. Ich bin extrovertiert. Witzig und ich liebe Schuhe. Vielleicht sind das richtig krasse, coole Schuhe. Was sind das für Schuhe? Musst du schon herausfinden. Kannst du mal deine Schuhe so ein bisschen nach vorne und so ein bisschen zeigen, was du hast? Ja, dafür musst du mich schon weiterwählen. Ich kann das machen. Ich check schon, welcher Film das ist. Weiß ich gar nicht, ob ich da gerade für ready bin. Tim, du bist immer ready Angst, dafür. Ich Angst, dass da mein Po versohlt wird. Ja, da bin ich ehrlich. Ich mag sowas eigentlich nicht so gerne. Ah, du bist ich bin selber dominant. Ah, und du bist eher so aber eher so, ich bin so, komm so von Seite und bin süß und dann bin ich aber dominant. Und bei sowas, geht das auch in so eine Sexuality-Richtung oder ist das jetzt nur so, dass du so aussiehst quasi? Tim, du sollst es schon ausprobieren. Okay. Ich kann dir nicht mehr sagen gerade. Ja, okay. Aber es ist irgendwie interessant auf jeden Fall. Kandidatin 4, sag mal 3 Wörter, die beschreiben. Ich würde sagen humorvoll, selbstbewusst, aber trotzdem ein bisschen sensibel. Sensibel, sehr gutes Wort. Ich auch. Ich würde sagen, abenteuerlustig, spontan und emotional ein bisschen. Hä, voll komisch, weil alle Dinger bis jetzt bin ich eigentlich auch, ne? Ja, du bist alles. Alles, was gut ist. Nee. Ja, genau. Ja. Okay, so ich bin sensibel und cute. Nein, nee, das jetzt nicht, aber zum Beispiel abenteuerlustig voll gut, weil ich bin auch ein ganz spontaner Typ eigentlich, ne? Also ich fliege auch gerne mal einfach random irgendwo dann ganz schnell mal hin. Ich war zum Beispiel in Australien. Zum Strand. Aber egal. Ja, zum Strand zum Beispiel, ja. Geil. Okay, Nummer 6. Fröhlich, höflich und humorvoll. Aber irgendwie haben die auch alle die gleichen fast. Ja, ich denke, das ist halt noch eine schwierige Frage, so auf denen, was soll man jetzt da groß sagen? Was wäre jetzt so ein No-Go von denen, was die gesagt haben könnten? Dominant zum Beispiel. Schwierig. Boah, gerade mein Gehirn weiß ich gar nicht. Also wenn ich so viel. Das ist ganz komisch. Ich bin ein bisschen, also es ist irgendwie. Findest du eher extrovertiert oder introvertiert gut? Ach so, es kommt drauf an, welches Level von Introvertiertheit man hat, ne? Mhm. Weil wenn man jetzt zum Beispiel sich nicht traut, mit dem Gegenüber so zu reden. Allein, dass sie hier ist, heißt ja schon, dass sie nicht dieses Level von introvertiert. Ja. Also deswegen, so ein bisschen ist sie auch cute und eigentlich finde ich auch süß und irgendwo kann man es auch herauskitzeln und dann blüht sie vielleicht auf, wenn man ein bisschen.
Süß. Dann weißt du schon, wen du raus musst? Ja, safe. Okay, wer ist das? Sechs. Hallo. Hallöchen. Alles gut? Du hast ja auch so ein Ding dabei. Du umarmst mich nicht, oder was? Hab ich doch. Mit eines. Hä? Oh. Okay, riechst du nach Rauch? Nein. Nicht? Nein. Oh. Tue ich nicht. Na, was denkst du? Hab mich gefreut. Hab mich ebenfalls gefreut. Er ist sehr hübsch. Oh, das war voll süß. Du auch. Dankeschön. Tschüss. Ach, die war doch süß. Okay. Was denkst du? Ja, gut, ja. Weiß ich nicht. Hat nach Rauch gerochen irgendwie. Echt? Ah. Ich weiß. Also bei mir ist. Was? Nächste Runde. Drei, zwei, eins. Was ist dein erster Eindruck? Was? Nummer drei? Wen willst du. Was ist das für. Was ist für ein Beutel da? Das ist so ein. Geheimnisbeutel. Hä? Lifeguard. Was befindet sich da drinnen? Findest du noch heraus. Und warum sind da weiße Flecken auf diesem Ding? Das ist ein Fussel. Das sind ganz gewiss keine Fussel. Naja, du kannst ja mehr herausfinden, wie gesagt. Hast du mit jemand anderem davor schon gespielt, oder wie? Nee, sorry. Noch nicht. Hast du jemand gerettet, oder wie? Genau. Ich habe jemanden gerettet. Hast du den gerettet? Mund zu Mund oder Etage tiefer? Ich kann dir nicht so viel erzählen. Das ist ein privater, also das ist ein, aber warte mal, das ist ein Job. Stell mal vor, sie rennt so am Strand so mit diesen Dingern. Sie ist richtig selbstbewusst, aber findest du es gut? Nee, geil. Also ich finde es ultra interessant. Also auch, dass sie so schlagfertig ist, finde ich auch eigentlich Baba so. Mhm. Ja, aber Nummer zwei, Frage, die, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, aber es sieht halt wie so ein Kleid aus. Also erstmal alles sehr schön, auch die Bräune und die weißen Nägel hier oben wieder abgematcht, sieht sehr schön aus. Aber Dings, das ist auch, ist das so Beach, wird das noch so Beach-mäßig? Das wird Beach sein, das ist Beach-Party. Das ist so nach dem Job. Sind die noch so auf einer Party auf dem Beach? Nummer eins auf jeden Fall krass interessant. Das ist auf jeden Fall sehr viel wert, dass du dich so traust erstmal. Da sind sehr viele Tattoos. Kannst du mir ein bisschen erzählen, was für was die stehen oder so? Magst du Pokémon? Nee. Wow. Ja, hier habe ich zum Beispiel Bisasam, da von Avatar Appa. Dann habe ich hier Pichu. Hier habe ich einen Spruch. Da unten habe ich so Trash-Tattoos. Was ist das für ein Spruch? I am fucking insane, but my intentions are gold and my heart is pure. Das muss ich erstmal processen. Nochmal was. But I'm feeling insane, but du kannst es gerne durchlesen. Introduction. Okay. Nicht verstanden. Welches Outfit findest du bis jetzt am besten? Ja, Nummer 2 ist grandios. Nummer 4 finde ich auch sehr stark. 3 hat sich sehr viel getraut. 1 ist halt sehr im Beach-Modus so, deswegen auch okay. Letzte, weiß nicht, sieht so ein bisschen wie Volleyball aus. Nee, da ist doch so ein. Ach nee, das ist ein Strampler, ich check. Lifeguard. Baywatch. Ah, Lifeguard. Hat sich auch was gedacht. Sehr gut. Ja. Hast du ja. Socken an? Nee, keine Socken, aber Fußkettchen. Könnte Stinky Winky sein, ne? Also das wissen wir nicht. Sind deine Füße Stinky Winky? Kannst mal riechen. Oh. Heb mal hoch das Ding. Hier ist mein Arm. Oha, stinkt nicht. Also ich würde nicht tauschen bei mir. Also ich weiß nicht, bei mir ist immer schwierig. Naja, okay, passende Frage. Wir gehen mal in die andere Abteilung rein. Ne? Mm. Wir sind jetzt mal hier leger gestartet. Mm-hmm. Für mich ist auch wirklich, ich weiß, das ist jetzt so ein Thema und so, aber für mich ist wirklich wichtig, wie viel the body an account. Ne? Also es ist für mich schon wichtig. Ist dir für dich privat einfach wichtig? Wirklich? Ich also weiß nicht, andere denken da anders. Und so, für mich ist es wirklich wichtig, weil ich bin auch jemand, der das jetzt nicht, noch nicht so oft, ich zwar viel mit einer, aber dann nur, ich hatte bis jetzt 3, weißt du? Mm-hmm. Und wenn jetzt jemand da, das habe ich vielleicht. Okay, ja. Genau. Kandidat Nummer 1, wie hoch ist dein Bodycount? 10. Da, oh, okay. Kandidat Nummer 2, wie hoch ist dein Bodycount? Also ich sehe das so wie Tom. Ich finde, man sollte auf jeden Fall mit Gefühl an die Sache gehen. Und bei mir sind es 4. Kandidatin 3. Also ich warte auf die richtige Person, ich habe noch keinen. Also 0. Kandidatin 4. Ich verrate meinen Bodycount nicht. Ich bin zwar Wassermann von Sternzeichen, aber bin noch Jungfrau. Was denkst du? Warte mal, ich muss mal durchgehen. 10. 10 ist immer so ein schwieriges Ding. Also normalerweise ist 8 diese Nummer. Wenn eine Frau sagt so 8, dann kann bis unendlich gehen. Quatsch! Weißt du, dann wird die 8 auch manchmal so gedreht. Weißt du, wie ich meine? Quatsch!
Aber nicht? Besser 10 als 100. Bitte? Besser 10 als 100. Ja, das stimmt. Deswegen 10 könnte jetzt so wirklich real sein. So. Ja. Weil manche sagen so, ja, 8. Und dann ist es aber so, weißt du, wie ich gerade gesagt habe. Ja, stimmt eigentlich auch. Deswegen, das muss man aufpassen. Die zweite, das war süß und so, aber ich habe das Gefühl, dass sie so mir gefallen will. So. Hm, ich auch, aber ist auch cute. Ich bin da sehr vorsichtig, sag ich dir ehrlich. Aha. Weil bei mir gibt es so gewisse Keywords, wenn jemand die sagt, dann ist bei mir direkt over so. Zum Beispiel? Ich will den richtigen Tom kennenlernen. Das habe ich jetzt im Podcast gesagt, wenn jemand das sagt, bei mir ist direkt so, ich denke so, das ist nämlich so, ja, okay, weil dann wollen die so, die wollen in diese Wunde reingehen, die ich so gezeigt habe, weißt du, damit die so... Ja, so ein bisschen Mami machen ist, können. Genau, deswegen. Was, aber fand ich trotzdem zwei sympathisch und so. Aber Kandidatin 3 hat gesagt, sie hat keinen, oder? Ja, das ist ja das Kontroverse, weil ich dachte jetzt, da kommt sie eine, ich habe schon 10 Leute ausgepeitscht und... Also, Tim, ich bin jetzt... Oh nein, Tom, es tut mir leid. Tom, nimmst du mir nicht übel. Du weißt nicht, wie ich heiße. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Dann sag doch gar nichts, aber sag doch nicht. Es tut mir leid. Und Kandidatin 4 wollte es nicht sagen. Ja, da war bei mir schon wieder so alle Alarmglocken an. Aber das, man kann auch wieder beide Seiten sehen. Es kann ja auch einfach eine sein, die das nicht reden möchte. Ja, ich finde einfach, das was Privates, was nicht ganz YouTube was angeht. Das ist zum Beispiel ein Ding. Hättest du aber auch einfach lügen können. Ja, warum lügen? Hä, sie lügt nicht. Warum möchtest weil du das? Weil sie eine ehrliche Frau ist. Ja, ganz genau. Ich wollte nur einen Test. Eine Person musst du nämlich jetzt leider rauswerfen. Ey, ja, tatsächlich muss ich da Kandidatin 1 nehmen, weil der Satz hat mir da gar nicht gefallen. Das habe ich auch erstens nicht verstanden. Und dann auch mit dem Pokémon, da kann ich mich nicht in der Fixation mit. Okay. Dann, okay. Kandidatin Nummer 1, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hallöchen. Hallo. Ja, freut mich, alles gut? Ja, bei dir? Ja, passt. Ja. Also das hast du gut gemacht. Dankeschön. Also Respekt dafür, dass man sich sowas traut. Und darf ich noch mal ein bisschen das angucken, ja, alles? Flügel? Zwei Flügel sogar. Steht es dafür, dass du frei sein? Ja, auch wegen der Freiheit. Haben alle so eine Bedeutung für dich so? Oder ist also, das mehr so ein... Pokémon wegen der Kindheit, Appa auch wegen der Kindheit, das, weil es mir gefällt. 200 BPM, bist du so eine Techno-Dame? Nein, Hardcore. Techno ist zu langsam. Auf geht's, zurück. Nein, hacken kann ich nicht. Wir machen. Hä, was? Du kannst hacken. Ja, wie heißt das? Twerken. Haken. Das kann ich ja auch. Twerken kann ich so. Haken? Haken. Ist es dieses, wo die so. Ja, dieses? Ja. Hey, ja, aber das musst du mal zeigen. Okay. Dance Battle. Let's go. Ich kann das wirklich nicht. Ich kann nur den. Und ich kann das. Nein, ich weiß nicht, hä? Zeig mal du. Ich kann es wirklich nicht. Wieso nicht? Weil es schwer ist. Ich hab mich gefreut. Ciao. Hä? Also entweder bist du bei jeder Frau so schamöd oder da war so ein bisschen Attention. Nee, da war gar nichts. Du musst noch eine Frage stellen. Ja, die waren, ich möchte ja nicht immer so, aber also es ist ja halt interessant, weißt du, wie ich meine? Klar. Wenn man in so Themen reingeht, die so ein bisschen düsterer sind, dann ist es natürlich interesting. Hau raus. Aber wir haben ja auch zwei, die noch gar nicht, deswegen ist es natürlich dumm, ne? Was denn? Was ist denn eure Dings-Fantasie, wo ihr so sagt, das ist es? Also, sexually. Ja, so, was, wenn man sich so vorstellt, genauso wird es ablaufen, das ist genauso will ich verwöhnt werden. Okay, Kandidat Nummer 1, wie möchtest du sexually verwöhnt werden? Oh Gott, also, ich würde sagen, also ich gehe jetzt davon aus, wir kennen uns halt schon länger, ne? Ja, genau, das ist alles. Genau, und das, ne? Und wir gehen was essen, sage ich jetzt mal, und trinken wir vielleicht nicht zu viel, aber so auf, ne, ein bisschen lustig sein. Und dass man dann schon so ein bisschen diese Tension spürt. Dass man ein bisschen so sich was Hübsches erzählt oder so, was man zu Hause machen könnte. Ja, ja. Nee, und dann, also, und dann, wie ist es, muss es dann so an die Wand und so, oder? Ja, weiß ich. Ist das zu viel? Nee. Wir müssen es ja nicht beantworten. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, wenn wir dann nach Hause kommen und dann gucken wir dann. Gucken wir dann? Ja, gucken wir, wie schnell es dann losgeht. Okay. Kandidaten 2? Nun ja, ich bin für alles offen, also für alles eigentlich, solange man seine Grenzen hat und man einen respektiert, würde ich sagen. Hey, das ist voll schwierig, wenn du ein erstes Mal noch nicht hattest. Weil das du halt deswegen so dachte ich so, mit 2 und 4 ist schon immer ein bisschen blöd, also jetzt 4. Eigentlich auch cute, weil ihr könnt zusammen so die Grenzen austesten bei ihr. Ja. Wenn du süß wirst. Einfach Respekt haben ein bisschen und dann kann man alles machen. Kandidatin 3. Er muss mich auf jeden Fall zum Lachen bringen und das ist schon mal auf jeden Fall die halbe Miete, wenn er mich zum Lachen bringt. Er muss mir zuhören können. Keine Ahnung, dass man sich einfach gut versteht. Kandidatin 4.
würden vielleicht erstmal damit starten, Kaffee zu trinken. Das geht dann über in Espresso Martini. Und dann kochen wir vielleicht was Schönes zusammen. Was kochen wir denn Schönes? Ich war in Italien, hab da Pasta gekocht, Hast Zitronenpasta. Hast du einen Kurs gemacht? Bitte? Hast du einen Kurs gemacht? Nee, wir haben die im Restaurant gegessen und danach gekocht. Also zweimal quasi dann gegessen? Ja, quasi, aber erst ein Tage später. Also ihr habt so Pasta gegessen und euch dann gedacht, oh, wir versuchen jetzt nachzukochen. Genau. Oh, voll süß. Hey, ich find's cute. Ja, dann kann ich dir das zeigen. Und dann gucken wir, was der Abend noch so bringt. Hey, voll romantisch. Ja, war süß und sowas alles, aber ich brauche mehr so Input. Ich brauche so diese Dinger, so welche Pasta. Okay, dann erzähl du. Was findest du? Nee, ich mach gleich. Aber welche Pasta, sag mal eine Pasta, also welche würdest du genau machen? Welche würdest du so, diese, willst du Barilla nehmen oder willst du Dececco? Welche Dinger nimmst du? Nimmst du Fusilli, nimmst du Linguine, nimmst du was, Spaghetti, was nimmst du so? Also ich guck erstmal, was zur Soße passt. Welche Soße würdest du mir anbieten? Ja, die Zitronensoße, die cremige. Und was würdest du, wie machst du, sag mal, wie du die zubereitest, weil es ist ein sehr geiles Ding. Jo, also erstmal koche ich die Linguine sehr mit gut. Salz ja. und kochendem Wasser. Ja. Und dann bereite ich nebenher die Soße zu mit. Wie machst du das? Ich schwinge den Kochlöffel. Okay, geil. Ja, aber ja. Ja, mit Sahne, Zitrone, frische Zitrone, verschiedene Gewürze. Ja, und dann schmecken wir ab zusammen. Weißt du, was da richtig crazy ist, wenn du so eine Weißweinreduktion machst am Anfang? Mhm. Weil das gibt so eine richtige, das gibt so eine Tiefe. Und das ist ein Koch-Channel hier. Das hat sie nicht gesagt. Hey, das kannst du Das wäre mir sehr wichtig gewesen. Kommen wir denn zu dem, was würde dich denn anhören? Ach so. An dem Abend? Boah, ich bin halt so ein Verführer von A bis Z, ne? Mhm. Also dann erstmal so dieses sympathische Kennenlernen. Dann also ich habe erstmal einen Plan schon gemacht, ne? Also okay. Je nachdem, man muss natürlich herausfinden, was mag die Dame und dann merkt man sich diese Kleinigkeiten. Das ist immer so ein Riesending. Mhm. Und dann geht man halt darauf ein. Wenn die Kino mag, dann geht man halt Kino. Wenn die irgendwie besonderes Essen gerne mag, ihr Lieblingsessen zum Beispiel, dann suchst du halt den besten Dings raus und dann, weißt du, oder du kochst das quasi selber auch immer, bin ich auch ein Freund von. Lieblingsfilme merken, dann machst du Netflix an und dann machst du auch spontan diesen Film, weißt du, so und die so, ah, das habe ich gedacht und so Dinge. Aber jetzt hast du es auch voll auf cute gemacht. Weil du ja, wolltest ja von denen sexual cute, ja. wissen. Ja, das ist ja voll, das ist ja spicy. Ich will ja ein bisschen... Ja, ach so, und bei mir... Spicy. Ach ja. so, ja, ja. Zack, zack, an die Wand und dann ratt. Ich weiß nicht, kommt halt auf die Situation drauf an. Wenn sie, man muss sich halt erstmal ein bisschen so anschmusen. Mann, ich weiß nicht, kommt auf die Frau drauf an. Okay, also stell dir vor, das Szenario. Du kommst mit einer Frau nach Hause. Ja. Was? Ihr schließt die Tür hinter euch. Aber schon so auf, ihr habt euch so mit, wie bei Dame hier eins, wo man sich schon vorher so ein bisschen, hallo. Mhm, ja genau, ihr habt euch vorher so ein bisschen ja, erzählt. Dann geht die Bombe, dann platzt die Bombe, ne? Ja, wie geht's weiter? Ihr seid im Flur. Ja, dann geht's zack, zack, erstmal hochgenommen so. Dann erstmal zack gegen Wand. Dann, und dann so, und, weißt du, so diese Filme. Also schon volle Programm. Ich will jetzt nicht so meinen Spice so an alle hier kundgeben, weil das ist immer noch eine Geheimzutat von mir. Aber ein bisschen cringe ist es gerade auch für mich, merke ich gerade. Egal. Ich find's gut. Aber die können sich das schon vorstellen, denke ich. Okay, basierend auf diesen Antworten musst du jetzt eine rauswählen. Eins, sehr gut. Zwei. Finde ich interessant. Ich würde vier. Irgendwas hat mich gestört bei der vier. Da war irgendwas. Irgendwas war da. Ich weiß gerade nicht mehr, was es war. Irgendwas war. Espresso Martini, Digga. Was? Hä, geil! Nee, was ist das denn? Doch, das ist mega lecker. Also erstens trinke ich nicht null, wenig Alkohol. Ah, okay, null, wenig. Ab und zu, jeden Samstag. Nee, gar nicht. Ich bin wirklich ein Alkohol-Nicht-Möger. Okay. Und das war so ein bisschen komisch. Also, ist das nicht so ein Ding, wo man dann so Scoozy und so sagt und dann so trinkt? Hey, aber Espresso Martini ist doch voll lecker. Ja. Und vor allem, sie kommen gerade aus Italien. Da trinkt man das. Ja, es tut mir leid. Für mich anyway. Ist total... Kandidat Nummer 4, du kannst jetzt davor kommen. Sliding. Hallo. Was geht? Alles gut? Ja, und du? Ja, passt. Ich bin dann Pamela Anderson fast. Ja? Würdest du dich so selbst einkategorisieren? Sehe ich doch so aus, oder nicht? Ja, nee. Also, weiß ich. Was denkst du? Was sagst du so? Achso, ja. Ja, sie sieht super beachy aus. Ja, aber Pamela Anderson. Ich hab deine Ketten. Passen auch zu meinen. Ja. Hast du die selbst gesammelt? Die? Nee, die. So, die habe ich auch in Italien gekauft. Bist du Italienerin? Ich wäre gerne. Was bist du? Parlo un poco italiano. Bitte? Ich hatte in der Schule Italienisch. Und welche Wurzeln hast du so? Ich bin nur Deutsch. Okay. Ja, was denkst du von ihm? Sieht sympathisch aus. Ja, oder? Danke. Ja. Aber Schlappen hätten auch mal sauber gemacht. Hast du recht? Hast du recht? Die erste Dame hätte mich halt komplett zurückfronten können. Ja.
True, ich laufe hier rum wie so ein... True. Aber warten, hübsche Dame hinter dem Vorhang noch. Ja, sagst du cool, das. Dass du da bist. Ja, danke schön. Kannst du dich da hinten aufs Sofa setzen? Ciao. Ciao. Nett. Bereust du es? Nächste Runde! Drei, zwei, eins. Halbfinale. Ich finde sie so süß. Ja. Nummer zwei, ich finde dich so süß. Du bist eine Zuckerschote. Wie die Hände, wie süß. Wie sie zittert. Ich will dich kurz. Hallo. No. Aber warum ist bist du nervös? Bissle. Bissle. Aber süße Haare auf jeden Fall. Ich finde das voll cool. Das sieht einfach, das ist geil. Du hast dich wenigstens so gekleidet, wie man auch dann jemand rettet. Ja, finde ich auch. Ja, du hast nämlich da drin zum Beispiel auch so ein Gerät, wenn jetzt jemand zum Beispiel bewusstlos ist, dann gehst du hin und inhalierst dieses Defibrillator. Aber sonst herrlich, sag ich dazu. Herrlich. Mal. Hast du eine Frage? Ah ja. Wieder, Leute, judged nicht. Wie lang muss der Schlongi-Dongi sein? Nummer 3 lacht schon, hm? Warum denn? Also ich finde das, jetzt wirklich. Es gibt ja sowas wie so Mikro. Hm, richtig. Exemplare. Soll es geben. Keine Ahnung. Also ganz ehrlich, ich glaube, das ginge nicht auf lange Zeit. Also ich finde schon Intimität in der Beziehung sehr wichtig. Tja, schade. Warum warst du da jetzt so drin im Thema? Ich habe da so, dem geht es nicht so gut zum Kollegen. Mhm. Und deswegen frage ich, wollte nur mal abchecken, weil das ist dann auch rein informativ dann. Besser für den Mann. Dem Kollegen. Den, genau. Klar. Solange du es bist. Hä? Solange du es bist. Ach so. Ist egal. Oh, wie süß. Oh. Du hast ein Herz aus Gold. Mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht habe, ehrlich gesagt. Ja, aber guck mal, man kann jetzt auch mal ehrlich sein, wenn jetzt hier so eine kleine Schnecke dann kommt. Boah, gute Frage. Naja, wenn alles andere drumherum passt und man irgendwie einen Kompromiss dafür findet. Ah, okay, okay. Was ich vergessen habe zu sagen, Beine finde ich voll wichtig. Mhm. Welche Beine sprechen dich am meisten an? Ja, Nummer 3 ist schon, das sieht trainiert. Trainierst du? Ich tanze. Was tanzt du? Hip-Hop. Alter, das ist richtiges, das ist eine Green Flag, oder wie man das sagt. Kannst du mal so einen kleinen Move machen? Oh, ich wusste, eher ungern, sag ich dir ehrlich. Aber, eher ungern so auf Knopfdruck. Ja, safe. Aber du? Was? Mach mal so einen Move. Was ich denn, ich kenne Tanz die mal an. Cringe, ja, und? Ohne Musik jetzt einen auf Rambazamba. Ich lege viel Wert auf die Hüfte. Okay, nein. Aber, kann ich dir noch beibringen? Mach mal einen Hüftschwung oder so? Also, einen Hüftschwung? Ja, irgendwie, lass mal die Hüfte. Ja, das reicht. Oh, nice. Ja, das ist interessant, ja. Ja. Okay, basierend auf diesen Antworten musst du jetzt aber leider eine rauswählen. Jetzt schon? Ich will noch mehr wissen oder so. Ja, dann hau noch eine raus. Fame oder Geld? Oh, das ist eine gute Frage. Ich möchte jetzt mal bei der 3 beginnen. Okay, Kandidatin Nummer 3. Fame oder Geld? Geld? Ja, definitiv Geld. Warum? Naja, dann kannst du dein Leben eigentlich ganz nice gestalten, kannst tun und lassen, was du möchtest, kannst hinreisen, wo du möchtest. Und ich denke mal, Fame hat halt auch so seine Schattenseiten und ja, deswegen Geld. Aber wenn du Fame bist, hast du ja eigentlich meistens auch Geld, ne? Hm. Naja, weiß ich nicht. Sollte. Hm. Nee. Wenn's gut läuft. Wenn er keine Steuerschulden hat. Kandidatin 2? Fame oder Geld? Naja, es ist eine schwere Frage, weil du kannst Fame sein, aber du kannst Fame sein wegen so schlechten Sachen zum Beispiel. Ja, stimmt auch. So Memes oder sowas zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie man es erklären soll, aber es gibt einfach Sachen, wo man nicht Fame sein will. Super, Nummer 1. Also, ich muss mich sowieso erstmal verlieben und dann finde ich, ist das egal. Also ich muss sagen, eins perfekte Antwort. Ich wollte nämlich darauf hinaus, weil ich hasse sowas. Mhm. Wenn man sich kennenlernt, dann nur von Herz zu Herz so. Mhm. Und nur von Face to Face und nur von Emotionen, weißt du so? Und das war eins, eins war perfekt so. Perfekt. Also 2 oder 3 werden raus. Ja. Sag. Er muss raus. Boah, ich sag dir ehrlich, ich bin mittlerweile ganz anders gepolt so. Mhm. Und mit Geld und so, ich kann das nicht. Bei mir bricht das Herz, wenn eine so, ich bin ultra, ultra sensibel geworden im Ausfiltern so. Mhm. Was so Fame, Geld, all diese Dinger. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber ich kann das gerade nicht. Also ich würde Nummer 3 rauswählen. Okay. Kandidatin 3, du kannst jetzt davor kommen. Yeah. Hi. Hallöchen, alles gut? Ja, und bei dir? Passt. Wie alt bist du? 25. Echt?
Ja, ich auch. Cool. 98er? Ja. Und wann geboren? 21.09. Du, was bist du für ein Sternzeichen? Jungfrau. Und du? Stier. Ja, Mashallah, wo tanzt du? In der Tanzschule und privat zu Hause. Für Männer auch? Also nee, wenn du jetzt kannst, würdest du für einen Mann so tanzen und so? Nee, wurde ich schon oft gefragt, aber habe ich noch nie gemacht. Schönen okay, Tag ciao. Übrigens, Leute, ich bin bald vielleicht bei Promi Big Brother dabei. I know. Deswegen wäre es mir übertrieben cool, wenn wir es irgendwie hinkriegen, dass ihr alle für mich votet, dass ich dabei bin. Weil aus irgendeinem Grund wäre ich voll gern dabei. Also, votet schnell und dann geht's weiter in die Folge. Finale. Hör auf! Du nervst. Finale. Bist du aufgeregt? Nö. Nee. Ach Mann. Warum hast du eine Trillerpfeife eigentlich am Start? Ich bin die Bademeisterin. Ich bin Baywatch, oder nicht? Ja, und was machst du dann mit der Pfeife? Dann sag ich, und dann? Vom Beckenrand. Soll jemand an, dann soll sie rennen, oder wie? Genau. Nee, ich pack das Ding und dann renne ich. Renn mal kurz nach rechts. Nach da? Ich find's voll wichtig, wie Menschen laufen. Lauf mal! Ihr könnt mal einmal nach hin und her Catwalk, laufen. Ist das? Aber was auch kacke ist, kennst du es, wenn da sind zum Beispiel jetzt so eine Mädchengruppe, ne? Ja. Früher. Oder allgemein. Und dann auf einmal, du läufst so und dann du weißt gar nicht, wie du dich verhalten sollst. Du, auf einmal, du kannst nicht mehr laufen und so und dann guckst du auf dein Handy und so. Ganz schlimm, man einfach verlernt zu laufen. Kennst du das? Dieser Moment soll jetzt auf jeden Fall nicht entstehen, aber einfach mal so nach rechts und links so ein bisschen auf. Ihr fühlt jetzt, oder da ist jemand am, pfeif mal schnell und sag Notfall. Notfall. Und jetzt renn. Okay, und zurück. Zurückrennen. Der Mann wäre auf, wär auf jeden Fall gestorben. Der wäre weg. Der ein Leben wegen. Und jetzt die Dame andere. Und zurück. Ja, sie macht den Stiefeln alle Ehre. Also das war schon mehr gehoppelt als gelaufen. Also, das war schon. Was? Nummer 2 war voll schnell am Start. Ja, war gut aber auch. Sie war voll gut. Nummer 2, die hat einen Beutel dabei. Ich habe auch alles drin, was du brauchst. Boah, ich hab so. Ich muss meinen Kopf echt reinigen, bei mir sind so... Egal. Vielleicht kannst du einmal so rufen, wie so eine Bademeisterin rufen würde. Okay, warte mal, was schreit man denn raus da oder sowas? Vom Beckenrand! Ja, und was ist da vom Beckenrand? Ja, der soll vom Beckenrand weg. Das ist ja schick. Hä, Digga? Nicht schwimmerbereich. Ja, okay, ist auch ein bisschen behindert, sag ich ehrlich. Und Nummer 2. Hey, nicht vom Beckenrand springen! Ich weiß. Und dann kommt der zweite Finger aber noch dahinter. Ja, voll gut, da ist wieder die dominante Schiene auf jeden Fall durchgekommen. Weitermachen so. Sehr gut. Okay. Hat eigentlich gar nichts gebracht, bin ich ehrlich? Jo, ja. Nicht so frech. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Möchtest du eine Familie? Wie stehst du zu Kindern? Möchtest du Kinder? Also momentan auf jeden Fall nicht. Das Ding ist, Kinder sind süß, aber sie sind sehr anstrengend. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das auch selber als Mutter hinkriegen würde. Ich will jetzt kein Kind zur Welt bringen. Und keine gute Mutter sein, sagen wir es mal so. Kandidatin 1? Ja. Also, ich wollte schon immer Kinder. Jetzt hat meine Schwester letztes, die schon 2, die Kleine. Und jetzt noch ein Kind. Und ich muss sagen, es ist viel schöner als man so bei fremden Kindern. Also, ich lieb's. Ich bin auch sehr gerne Tante, aber ich werde auch irgendwann sehr gerne Mutter. Boah, das war ein Game Changer, weil das ist ganz wichtig. Du möchtest Kinder? 100%. Wie viele? 2 plus. Mhm. Mit Family bald? Bald nicht, aber ich liebe, wenn ich Kinder, mein Herz geht auf so. Wenn die lächeln und so und mich an, die sind so unschuldig und so liebevoll und die sind einfach ehrlich, weißt du? Mhm. Und in dieser Gesellschaft jetzt vermisse ich diese Ehrlichkeit so. Mhm. Weil die Kinder, die sind nicht, die kommen nicht zu dir und sagen, die sind einfach ehrlich so und süß. Also ich liebe Kinder, deswegen Nummer 2 ist so ein bisschen... Könnte ich noch was dazu sagen? Also es ist nicht so, dass ich Kinder nicht mag, aber ja, also man kann noch bis, wenn ich mich irre, ja, man kann noch lange Kinder bekommen. Ja. Wenn du Oma bist... Und die auch mit 33, jetzt wird es mir zu schwer. Aber da bist du voll alt. Du bist auf jeden Fall alt. Naja, okay, man muss einfach den richtigen Zeitpunkt finden. Tim, wann willst du denn Vater werden? Darf ich eine Gegenfrage stellen? Jetzt hat es mit Absicht gemacht. Was hat er gesagt? Ja, wie frech, oder? Nein, ich will... Ich heiße Tom. Ah, nein! Und vor allem, die hört nicht zu, die Dame. Jetzt wird es aber langsam hier frech hier. Nein, ich habe einfach Freunde, die... Sie spielt harte Gerd. Ja, genau. Ich will dich gar nicht. Ich hab's zu ernst genommen. Jetzt haben wir eine Entscheidung. Ich wollte aber noch vorher fragen, wir haben einen weißen Fleck auf dem Lifeguard und wir haben einen braunen Fleck mit oder Blut auf dem T-Shirt.
Ist das irgendein Zeichen oder so? Ich rette Menschen, Tom. Oh, gut. Das ist wirklich ernst. Wenn ich Menschen rette, muss ich doch auch so aussehen, als würde ich Menschen retten. Clever, okay, hast du gut gemacht. Aber ich muss sagen, das ist ja jetzt obvious. Was? Wen ich jetzt hier haben will. Ja, okay, fein. Du willst Kinder. 100%. Aber gesagt, genau, das ist doch bei mir auch so. Wie du kämpfst. Ja, bei dir zuerst diesen Typ so. Ich versuche hier meine Worte richtig so. Mach weiter, komm. Gib mir mehr, was du mit Kindern sagst, jetzt komm. Kinder sind toll. Ja, gut. Aber nicht gerade in diesem Moment. Mit in 10 Jahren dann. Ach, wir müssen jetzt keine 10 Jahre denken, wir können auch in 5 Jahren denken. Wir können. Ich habe ja nicht mal einen Freund gerade, also. Verhandlungssache. Deswegen Verkaufsgespräch hier gerade, sag ich dir ehrlich, Alter. Ich möchte, okay, fein. Ich möchte das nicht kaufen, dieses Auto. Okay, fein. Okay. Deine Entscheidung ist? Ich möchte Nummer 1 haben. Okay, dann Nummer 2, du kannst jetzt hervorkommen. Aber nicht hauen. Alles nein, gut, Spaß, Spaß, alles Spaß. Gut. Tschüss. Wie schlecht. Ey, wenn du jetzt einen... Hast du dich schon mal gefetzt? Hast du dich schon mal gefetzt? Nee, noch nicht. Ah, doch, doch, schon. In der ersten Klasse habe ich fast einen Jungen erdrosselt. Erdrosselt. Wie hast du das gemacht? Das hat sich auf mein Seil gelegt und ich wollte mein Seil haben, also mein Springseil. Und dann war es halt um seinen Hals und habe ich so gezogen. So. Und hast nicht aufgehört? Wolltest einfach mal sehen, bis der Knockout geht? Ja, so Blut ist schon im Kopf, alles kommt raus, Adern. Ich bin irgendwann gegangen und dann habe ich halt zu Hause die Nachricht erfahren. So, ja, du darfst nicht so gewalttätig sein. Wie geht's? Lebt der Mann? Ja, oder ich glaube, er lebt noch. Hä, okay. Alles noch was drin, oder was? So für dich, aber eigentlich hast du mich ja schon raus. Na, ich komm. Geschenkübergabe. Ich gebe dir trotzdem. Du bist richtig cool, ey. Ich mag dich richtig gerne. Wir können ja Freunde dann werden. Oder ist das jetzt hart? Hast du überhaupt noch Bock, mit dir befreundet zu sein? Ja. Also, das war ja mein Fehler, dass ich dich Tim genannt habe. Nee, das fand ich ja wirklich süß. Keine Ahnung, am Ende hat es nicht gereicht. Nee, mach mal nicht auf. Ich gehe jetzt. Dann kannst du es aufmachen. Und dann... Okay. Ich mach's jetzt auf. Tschüss. Oh. Oha. Okay, zeig mal die Kamera. Oh, wie süß. Oh Gott. Sie schreibt so, Olla, dann ihr... Ach so, die Nummer darf ich nicht zeigen, ne? Ach, oder doch, vielleicht mehr... Egal. Guck mal, wie süß. Und dann, du bist das Eis zu meinem Eistee. Ich weiß jetzt nicht genau, warum, aber irgendwie ist es süß. Weil ich habe ja auch einen Tee in meinem Namen. Scheiß drauf. Bist du bereit für deine Gewinnerin? Komplett. Ja, ready? Ja. Okay. Gewinnerin, du kannst jetzt hervorkommen. Einfach nach vorne, du. Oha, schön, wirklich hübsch. Du bist hübsch, ja. Soll die Zeitung verlaufen? Warum? Haben die mich... Alles gut? Baywatch. Ja, hi. Na, was riechst du? Valentino, born in Roma. Deine Nummer? Herrlich. Und ist auch gut, ja. Ich hab schon gerochen. Ja? Was denkst du, ist das? Gefällt es dir? Das gefällt mir. Ich habe keine Ahnung. Okay. Was denkst du? Crazy. Das sieht gut aus. Kennst du mich schon von vorher? Ja, so von YouTube halt. Ja? Ja. Hast du den Podcast gesehen? Ja, habe ich gesehen. Hm. Und wo hapert es da? Nee, gar nichts. Hapert nein, nicht. Nein, also ich habe alles in der Wahrheit erzählt. Wirklich. Hm. Really not now. Ihr könnt ja darüber reden, beim Essen oder so. Safe, ja. Laut den Sonnenuntergang entgegen am Strand. Toll! Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bevor ihr abschaltet, ladet euch die Join-App runter und jetzt könnt ihr direkt für mich abstimmen. Ich mache bei der Wildcard-Challenge vom Promi Big Brother mit. Das heißt, wenn ich da einziehe, ist endlich mal jemand Cooles im Promi Big Brother Haus und jemand, der kein Drama macht und jemand, der nur gute Laune mit ins Haus bringt. Wenn ihr Bock habt, mich mal in einem anderen Setting als diese Dating-Show zu sehen, dann stimmt für mich ab. Ich weiß, wir sind eine starke Community und wir können das schaffen. Deswegen, ich zähle auf euch und ich glaube an euch. Schickt mir gerne einen Screenshot, falls ihr für mich abgestimmt habt. Dann bekommt ihr auch eine Sprachnachricht zurück auf Instagram. Und ich habe euch alle ganz doll lieb und wir sehen uns in der nächsten Folge oder wenn wir es hinkriegen, im Promi Big Brother Haus. I know, ich bin kein Promi, aber ich bin lustig.